Also, und da sind meine Brüder zurückgekommen und da war Tanz, Franzosentanz, hat man gesagt. Meine Brüder waren alles stolze, schöne Männer. Und mir Mädle, weiß der Geier, woher mir tanzen konnte. Egal was war, haben die uns immer zuerst geholt und immer haben uns die Franzosen geholt und dann die tolle, die Rumba und die feinen, die modernen Tänze. Und dann hat sie immer gesagt, vous dansez comme un papillon. Sie tanzen wie ein Schmetterling, gell? Und immer, die Musik hat angefangen, und schon sind sie vor uns gestanden. Wir waren immer die Ersten, die geholt worden sind. Wir sind zusammen fort, wir sind zusammen heim. Und dann war ja Nachtsperrstunde. Also, da sind wir dann meistens über die Schiene, über die Zugschiene gelaufen. Es war ja kein so großer Zugverkehr, von Ringsheim bis Kenzing. Und in Kenzing war das ein Saal und in Herbolzheim war auch ein Saal. Und da sind wir dann immer mit Brüdern dann zum Ding fahren. Der älteste Bruder hat dann schon eine Freundin gehabt. Und da sind wir zusammen heim, haben immer hüben und drüben ein paar Männer gehabt und halt lustig und alles. Und da sind wir mal durch die Stadt und wollten die Landstraße heim, man wollte jemand noch abholen. Sperrstunde, da sind sie gekommen mit dem Lastwagen und alles zusammengeräumt und zusammengeräumt. Und wo die gekommen sind, habe ich halt gesagt, ich bin Französin. Das hat ja nicht stimmt, aber ich bin Französin. Die stehen alle unter meiner Obhut, wir gehen jetzt nach Hause, wir waren beim Tanz und nicht einer eingeladen worden, wir dürfen heimgehen. Und dann sind wir am Morgen heimgekommen um 4 Uhr.